Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LEGO Speed Champions. Ich lege auch mal direkt los hier mit dem Rennen aus der letzten Folge, wo ich ja, so böse wie ich bin, einen Cut gemacht habe. Heute geht's wieder weiter mit dem Ferrari F40. Ach, der Kompetition ist es sogar. Was auch, natürlich wäre ein normaler Ferrari F40 jetzt viel zu langweilig. Natürlich der Kompetition, ja. Ne? Wenn schon, denn schon. Mal gucken, wie das Rennen wird. Das war ja gegen den echten F40-Kompetitionen. Die ich auch wohl dem Lego-Modell ein wenig vorziehen würde. Boah, wie hoch er ist, Alter. Ist ja der Postmodus aktiv. Okay. Ist auch so eine Art. Okay. Das ist einer der berühmtesten und wildesten Ferraris, die je gebaut wurden. Und du sitzt in einem übergroßen Lego-Set. Aber ich sag dir was, wenn du gewinnst, kannst du ihn behalten. Ist das Motivation genug? Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir aber wirklich. Alter, wie das abgeht. Also im dritten Gang 220 fahren. Ist ja völlig normal. Warte, mein Corsa auch fast. Okay, der ist krank. Da kommt dann auch der Senna. Das Lego-Auto. Der wird dann ja, glaube ich, noch ein wenig schneller. Da fährt sich gut. Die Kurvenlage, ups, ist halt ein wenig krasser. Um es mal so zu formulieren. Und halt die Rückleuchten sind auch so dezent. Alter, ist das scheiße schnell. So, Vollgas bitte. Oh, geht sie sogar. Alter, das ist echt schnell. Aber bleib dran. Das ist schon mal gut. Dann fährst du nicht hier mal weiter vorne. Ja, auch ein bisschen schade. Also er ist noch in Reichweite. Wenn ich jetzt einen großen Fehler machen würde und zurückspule, dann ist er auch wieder locker vorne. Das wird, glaube ich, jetzt nicht mehr passieren. Nö. Der wird mein Sieg, Junge. Ist aber gut gefahren. Ich glaube, er holt sogar auf. Ich könnte sogar denken, vom Topspeed ist er vielleicht sogar höher. Der echte. Gegenüber dem Lego-Modell. Aber den echten als Geschenk nehme ich auch sehr gerne. Ist das dein Ernst? Ich meine, ich wusste, dass diese Speed Champions raffinierte Lego-Bauwerke sind, aber ich hätte nie gedacht... Hey, du kannst den echten Ferrari behalten. Du hast ihn dir verdient. Dankeschön. Nehme ich sehr, sehr gerne das Auto. Habe ich das vielleicht sogar schon? Also entweder habe ich schon den F50 GT oder den F40 Competizione. Muss ich gleich mal gucken. Also einen von beiden habe ich schon. Also habe ich jetzt entweder beide Autos oder den F40 doppelt. Was aber auch nicht so schlimm wäre, ich würde den halt verkaufen. War sogar ganz schön viele Punkte dafür. Ich gehe mal kurz in den Fuhrpark. Genau, Ferrari wollte ich gucken. Okay, ich habe jetzt zweimal. In der 50 GT habe ich auch. Okay. Aber die sind anders. Der ist nämlich getuned und der nicht. Warum auch mal der getuned ist? Ich bin den, glaube ich, nie gefahren, den Wagen. Und nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern kann.
Naja. Boah, die Kurvengeschwindigkeiten, die sind halt schon echt krass mit dem Ding. So, ich fahre jetzt mal hier lang. Um noch ein paar Straßen zu entdecken. Okay. Hallo Porta, komm hinterher, bin laden. Spür ruckel gerade leicht so ein bisschen. Bei mir zumindest. Vielleicht kommt im Video gar nicht so rüber. Klar, Driftzone. Ja. Das war mein Drift. Habt ihr gesehen? Deswegen, wenn ihr driften wollt, kauft euch keinen Lego Ferrari R40. Petitione. Der kann es nämlich nicht. Ist das schnell. Gar nicht drauf klar, ey. Links abbiegen. Mach ich. Du hast dein Ziel erreicht. Schön aus dem Langfahren. Mal einen Stoff geben hier. Oh, das geht gar nicht mal so hoch eigentlich. Nur 300. Ist ja nix. Fahre ich mal hier weiter einfach. Ein Stück fehlt hier auch noch. Oh Gott, so schnell. Wieder fällt man an der Straße zum Abbiegen vielleicht. Hier hinten muss ich noch lang fahren. Okay, da muss ich doch. Eieiei. Alles safe, nichts passiert. Wenn ihr Mr. Safe ist. Okay. Oh Gott. Oh, Rennstrecke sogar. Geil. Alter. Forza, was machst du da gerade? Vielleicht ist die Konsole gerade ein bisschen überlastet oder so. Kommt mir nicht klar. Das könnte auch an meinen sommerlichen Temperaturen in meinem Zimmer liegen. Weil, falls du es ja nicht weißt, ich wohne halt im Dachgeschoss. Ist halt im Sommer von den Temperaturen her nicht ganz so angenehm. Das mal so zu formulieren. Also gibt's Schöneres. Also eigentlich, ich freue mich, wenn es unter 30 Grad in meinem Zimmer sind. Dann ist eigentlich schon, dann ist es kühl. Aber ja, mein Rekord war 39 Grad im Zimmer. Aber irgendwas im Raum zu machen, Eis zocken oder generell schlafen, das möchtet ihr nicht. Kann ich keinem empfehlen. Oh Gott. Ist das ein Drag Race? Mit dem Ferrari? Ich weiß nicht. Ja, okay, halt einrennen, okay. Ich glaube, aus meiner Sicht nicht ganz so viel Sinn. Mit einzufahren. Ja, Porzer. Alter. In 100 Metern rechts abbiegen. Eine Driftstrecke. Ja. Alles gut, nichts passiert. Nein! Oh. Der Probeloch des Todes. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. War sogar ein Stern, glaube ich. Die Falken-S-Kurve. Alter, der Turboloch. Hier sehe ich noch. Oh, zeitlich. Ja, ist 10 Minuten um. Ich will mal hier ein Rennen fahren. Komm ich hier durch? Ja. Sehr schön. Das war die Falkenschleife-Rundstrecke. TV 6 Plus. Okay, Extreme Track Toys. Lustig werden auf S2. Ist die Frage, haben wir jetzt den Lego F40 oder den echten? Schöner Apollo. Ist auch sehr geil. Haben wir den aus Lego. Wir sind dann in der Lego Expansion, also fahren wir auch, wenn es geht, Lego Autos.
Den Mini bin ich jetzt schon gefahren. Jetzt haben wir den Ferrari. Dann kommt noch irgendwann der Senna. Vielleicht noch in Zukunft, vielleicht Updates noch weitere Autos. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Rennen sehe ich hier, glaube ich. Habe ich gleich noch geachtet. Das ist allerdings nicht so mein Spezialgebiet. Mit dem etwas beschränkten Top-Speed. Ja, ich hole trotzdem auf. Ich war sogar massiv. Schatten nehmen. Das ist auch vom Sander. Oh Gott. Hat doch Gummi, alter Pagani. Man kann die Probe wirklich viel schneller fahren, als ihr das macht. Ich kann die auch nicht verkosten, habe ich gerade gemerkt. War deutlich, deutlich schneller. Aber es ist die letzte Runde. Das ist natürlich, finde ich, nicht ganz so praktisch ist. Deswegen wird es auch wohl ein zweiter Platz werden. Naja, immerhin. Besser als nichts. Ja, Pagani. Ach, Forza Edition. Ja, dann ist alles klar. Cheater-Auto. Alles klar. Wollen nicht diskutieren, Cheater-Auto, Punkt, fertig, aus. Ganz einfach. Sauberes Rennen. Ja, bin ich ja sogar fast gefahren. Die paar Kollisionen. Das gehört dazu, das sind Rad-an-Rad-Duelle. Wie Herr Jonathan Appels sagen würde. Auf der Karte gibt es hier noch mehr als Ovalrennen. Gibt es hier auch als Rundstreckenrennen? Ah. Welche nehme ich denn? Habe ich nochmal die hier? Nein, bin ich sogar schon. Das soll diese Strecke hier sein. Das. Die Falkenspitze. Ja, anderer Name, andere Strecke. Aber gleiches Auto. Okay. Das hat er jetzt aber schnell geladen. Oh, bremsen. Okay, noch ein bisschen stärker bremsen. Okay, da ist noch ein dritter Platz. Da geht noch mehr. Nein, Pagani. So, noch schön flott fahren hier alles. Deshalb will ich jetzt aber auch gewinnen. Das ist mein
Ziel. So früh wie die Bremsen sollte das doch eigentlich möglich sein. Ja, Runde 3. Jetzt ist Pagani. Okay, das war blöd. Ich hab auch zu früh eingelenkt. Nein, nicht dort in den Reihen ziehen. Wie kann man denn den Pagani so verunstalten? Das arme Auto. Warum macht man das so hässlich? Aber noch nicht so ganz. Ja, man rutscht noch ein bisschen. Bei hohen Drehzahlen. Die Leistung hätten wir jetzt hier. Okay, es geht sogar. Das ist ja gar nicht mal so mörderisch viel. Ist ja noch ganz human. Und zack. Bitte lächeln. Bis zur Unzeit scheint mir auch sicher zu sein. Klar geht alles deutlich besser, das weiß ich doch. Braucht mir keiner sagen. Geht ja, wie in den letzten Folgen gesagt, um Spaß. Vielleicht ist mal ein Kostüm im Juni. Könnte ein bisschen kuschelig werden. In dicken Klamotten. Also die raten die jetzt aus, bei den Temperaturen. Achso, du schwitzt gerne. Dann lass ruhig an. So, abgeschlossen. Und ich setze sich im Bonus Steine extra. Mir fehlen noch 200 Steine für die nächste Belohnung. Achso, für die Garage. Ah! Das gibt es als nächste Erweiterung. Driftzone, das ist ein bisschen dämlich. Ah, Einflusstafel. Ich bin mit 321. Ob ich das denn schaffen werde, die Zone? Kann ich auch gleich mal ausprobieren. Was ich vielleicht doch schaffen könnte. Weil das ist ja da die langgezogene Kurve. Die geht ja eigentlich Vollgas. Rechts abbiegen. 100 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Schön Anlauf nehmen jetzt hier. Obwohl, das könnte echt schwierig werden. Obwohl. In 100 Metern okay. Links abbiegen. Versuch's nochmal. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Jetzt vielleicht. Jetzt habe ich ein bisschen schneller aus der Kurve rausgekommen. Nein, das will ich jetzt nicht. Yes! Oder? Das reicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist ein Witz, oder? Das nicht zählt. In 200 Metern links abbiegen. Das ist echt ein Witz. Ein Karma mehr. Jetzt aber, oder? Ja, wohl.
Vergangenheit wenden. Und Gehirn eingeparkt und genau wieder richtig rum stehen geblieben. 360 Grad Drehung quasi. Ich bin einfach ein Skiller. Was haben wir hier noch? Noch ein Blitzer. Da bin ich aber sehr langsam gefahren. Das muss ich direkt mal ausbessern. Und hier sind auch noch Straßen, die nicht entdeckt sind. Bin ich auch wieder nachlässig. Kann man alles durchfahren. Das ist immer cool. So, dann mal ein bisschen Anlauf nehmen hier. Okay, das geht nicht alles zu durchfahren. Leistung, bla bla bla, ist ja alles schon gut. Ich muss sogar die Leben ziehen. So. So. Müssen noch andere Sterne gewesen sein, bei 15 Steinen, die ich hier bekomme. Ah, nee. Schade. 252 bin ich gefahren. Wie schnell muss ich denn fahren? Wird mir nicht angezeigt. Das ist wieder mal sehr nett, Forza. Ich brauche 273. Okay. Da muss man schon echt ordentlich, mit ordentlich Tempo da ankommen. Deswegen lasse ich das mal lieber aus. Da haben wir eine Strecke nicht entdeckt. Begebe ich mich mal dorthin. Oder einfach. Das ist genial. Ja, Straßen, den kann ich später noch. Also, wie geht das zu tun? In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So, war da ein kleiner Umweg. Ah, Talweg Sprint, das mache ich noch. Komm, das mache ich noch. Das ist heute noch drin. Extra für euch mache ich das. Ich bin doch nett, ne? Mache ich alles nur für euch. Nein, war ein Spaß. Mache ich alles für mich. Weil ich Spaß dran habe. Deswegen mache ich den ganzen Mist hier. Für euch eigentlich nicht. Könnt mir gerne zugucken, könnt mir nicht zugucken, ist mir ziemlich Wurst. Ich mache es einfach. Nein, mein Spoiler! Jetzt ist es keiner 40 mehr. Ah ja, dann Cheater-Auto. Der nächste. Warte mal kurz. Ja, mein Näschen juckt schon wieder. Oh, hab mich abverschätzt an der Kurve. Dachte, hier wäre viel größer. Gott, ey. Gottes Willen. Alles gut. Jetzt kommt der Turbo. Wenn die Turbo-Kicks sind.
Karre hier einen Bums hat, Alter. Das bei dem Tempo noch richtig harte Wheels haben kann. So. Ja, müsste reichen. Zack. Zweiter. Aber lag an mir, ich war zu dumm zum Fahren. Und ganz einfach. Immer noch Parani-Cheater-Auto. Gerade jetzt so halt diesen Zonda FE in dem goldenen finde ich absolut hässlich. Also jetzt mal ernst gemeint. Das. Nee. Das passt aber nicht, das passt nicht zusammen. Man kann seinen dicken Rolls Royce Gold machen. Das passt deutlich mehr als ein Zonda R. Der hat nicht Gold zu sein. Und ein wunderschöner Morris Minor, den ich bestimmt noch nicht habe. In meiner kleinen Autosammlung. Und ich sehe die Zeit, Aufnahme läuft gerade 27 Minuten, Folge war 26, 25. Das heißt, die Folge ist zu Ende. Also sehen wir uns hoffentlich in 2 Tagen wieder bei LEGO Speed Champions. Also bis dann und tschüss!